Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 17 Länderspielpokal der Frauen. Wir stehen mit Deutschland, stehen wir im Finale dieses Turniers und wir schauen uns nochmal diesen Tabellenbaum hier an. Im Finale geht's gegen Schweden. Die haben im Halbfinale die USA mit 3:2 geschlagen. Schade, ich hätte gerne ein USA gegen Deutschland Finale gehabt. Und wir haben in der 93. Minute mit 1:0 gegen Frankreich gewonnen durch Jennifer Marojan. Und genau dieses Spiel Deutschland-Schweden werden wir uns jetzt vornehmen. Wir können wie schon in FIFA 16 den Titel holen. Wir ziehen das weiße Trikot an. Die Schweden können das gelbe Trikot anziehen. So, wir spielen wieder im Parc des Princes wie schon im Halbfinale. Und ja, was sollen wir großartig verändern? Also ja gut, vielleicht Debritz mal mit Gösling tauschen, weil die scheinen wirklich ein bisschen erschöpft zu sein. Ansonsten kann ich hier niemanden rausnehmen. Wir bringen wieder Lena Lotzen auf die Bank für Hut. Und dann würde ich sagen, gehen wir es mit dieser Elf an und wollen uns heute den Titel holen. Ja, wieder im Parc des Princes. Also vielleicht ist das ja sozusagen das Glücksstadion für uns. Ich meine FIFA 16. Haben wir da schon gegen Frankreich gewonnen. Und ich weiß gar nicht, ob das Finale auch in dem Stadion war in FIFA 16. Kann sein. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, gegen wen wir da das Finale gespielt hatten. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall geht's jetzt gegen Schweden. Ihr seht hier nochmal alle Spiele im Überblick. Das waren alle aus der K.O.-Phase. Und wie immer natürlich auch von mir jetzt der Hinweis, warum wir gleich keine Nationalhymne hören werden. Das liegt daran, dass ich die Musik ausstellen musste. Also nicht wundern, dass jetzt hier gleich keine Nationalhymne kommen. Denn ansonsten kriege ich hier Probleme, das hochzuladen auf YouTube. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Also etwas Stille hier. Hört sich ein bisschen blöd an jetzt so, aber geht leider nicht anders. So, und jetzt sollte eigentlich die Hymne der Schweden kommen. Kommt natürlich auch nicht. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Und dann können wir auch gleich schon anfangen mit dem Spiel. Denn das ist es ja eigentlich, worauf wir warten. Nämlich auf diesen Pokal auch. Den wollen wir in den Händen halten. Und nicht die Schweden. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir spielen auf jeden Fall wieder auf Weltklasse. So viel kann ich dazu sagen. Für die, die neu dazugekommen sind oder auch nur diese Folge schauen, weil es das Finale ist. Das ist nicht der echte deutsche Trainer. Das ist hier der Trainer, der nur für Deutschland hier ausgewählt ist von EA. Das ist, glaube ich, einer von diesen Avataren, die man auch im Karrieremodus auswählen kann. Und das ist unsere Aufstellung. Das ist das Wichtige und jetzt können wir mit der Partie anfangen, das ist Laudea. Und wir starten gegen Schweden, wir spielen von links nach rechts und stoßen auch an. Leupolz. Mal schauen, wie das Spiel wird, das ist, Schweden ist eine Mannschaft, gegen die wir hier noch nicht gespielt haben. Die waren nicht in unserer Gruppe. Aber wer die USA schlägt, der kann nicht allzu schlecht sein. Ich glaube übrigens, dass ich überlege gerade schon, im FIFA 16 Finale haben wir, glaube ich, gegen Brasilien gespielt. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten gibt es auch hier noch den FIFA 17 Karrieremodus auf dem Kanal, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt. Einfach mal vorbeischauen. Aber jetzt wollen wir uns erstmal auf dieses Spiel hier konzentrieren. So, ich habe natürlich wie immer meine Schwierigkeiten, jetzt den Namen der Gegnerin vorzulesen. Nimmt's mir nicht ganz übel. Ich versuche es so gut ich kann, aber es funktioniert nicht immer. Marojan mit dem Pass auf Mittag, der kommt nicht ganz. Aber wir können die Gegnerin dazu zwingen, immerhin den Ball jetzt auszuschlagen. Und jetzt wieder Mittag.
Da muss sich jemand anbieten. Und es ist Lena Gößling. Hopp. Schusstäuschung und geht zu Boden. Es gibt Elfmeter in diesem Finale. 15. Spielminute. Wie sieht denn die Schiedsrichterin aus? Foul an Alexandra Popp. Da wird ihr wohl das Standbein weggezogen nach dieser Schusstäuschung. Und es tritt an Anja Mittag für Deutschland zum Titelgewinn. Also noch nicht ganz, aber auf jeden Fall wichtig. Und er ist drin. Die Torhüterin hat die richtige Ecke, aber der war einfach zu gut geschossen. Anja Mittag, also 1:0 für Deutschland in der 15. Spielminute. Schauen wir nochmal drauf. Da war sie sogar noch dran. Haben wir Glück. Ja, da war die Keeperin noch mit den Händen dran. Aber wir führen mit 1:0 und das ist das Entscheidende. Der Titelgewinn rückt näher. Zweites Tor schon in diesem Turnier für Anja Mittag. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie das erste geschossen hat. Könnte gegen die Niederlande gewesen sein, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Nee, es war gegen Frankreich. Das allererste Gruppenspiel Frankreich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Im Borussia Park gegen Frankreich. Das allererste Gruppenspiel. Tolles Tor geschossen. Da konnte ich sowas nur vergessen. So, Peter ganz sicher. Und Tabea Kemmel. Laudea. Holt den Einwurf raus. Und wir verlieren den Ball auch ganz schnell wieder. Jetzt Seger. Aber erstmal hintenrum bei Schweden. Die müssen natürlich jetzt ein bisschen offensiver werden. Es gibt nur dieses eine Spiel. Wenn sie das verlieren, dann war es das. Marojan. Marojan Leupolz. Und es gibt den nächsten Elfmeter. 25. Minute. Klares Foul an Melanie Leupolz. Es ist Wahnsinn. Zweiter Elfmeter in diesem Spiel und er ist völlig unstrittig. Schaut euch das an. Das ist ein klarer Elfmeter. Und wir dürfen dreimal raten, wer jetzt wieder zum Punkt geht. Es ist natürlich Anja Mittag. Aber wieder nach links oder doch eher nach rechts? Diesmal nach rechts. Und er ist wieder drin. 2:0 für Deutschland in der 26. Minute dieses WM-Finals. Diesmal ganz, ganz sicher, also kein Zweifel. Und das ist das dritte Tor für Anja Mittag. Das ist überraschend. 2:0 und dann auch noch 2 Elfmeter dadurch. Also, das hatten wir bisher noch nie. In keinem Spiel, auch nicht im Karrieremodus. Und so langsam wird es dann doch eng für Schweden. Allerdings ist noch lange zu spielen. Jetzt gibt es die Chance. Außennetz. Nur ans Außennetz. Aber die Schweden gehen auch nicht so aggressiv in die Zweikämpfe wie zum Beispiel Frankreich. Das war wirklich stark, wie die das gemacht haben. Da dachte ich jetzt, was kommt da hier auf uns zu, wenn die die USA besiegen? Aber schade, wenn wir den direkt weiterlegen hätten können, hätte das natürlich eine gute Chance gegeben, aber naja, wir wollen uns hier ja nicht beschweren. So, Kemmel rückt nach außen und kann den Ball abwehren. Gibt die Ecke für Schweden. Anja Mittag, 2 Schüsse, 2 Tore. Ich glaube, besser kann man es nicht machen. Die Elfmeter waren sicher verwandelt. So, jetzt geht es wahrscheinlich wieder nach außen. Ne, geht nicht nach außen. Geht in die Mitte und da ist Armut Schuld. 35 Minuten durch. Super gehalten. So, was machen sie jetzt aus der Ecke? Die kommt hoch rein. Boah, und Almut Schuld. Jetzt drehen die Schweden auf. Offensiv scheinen sie richtig stark zu sein. Der wird kurz gespielt. Natürlich.
wenn da schon eine Spielerin steht. Und da gibt es die nächste Chance, es gibt die nächste Ecke. Was ist denn hier los? Wir kommen nicht mehr hinten raus. Es gibt Ecke nach Ecke und dann auch noch mit so viel Platz. Können wir froh sein, dass die Leonie Meyer da noch dran war. So, Leupolz muss da hin. Und jetzt gibt es aber mal Abstoß. Also das reicht jetzt auch mal langsam hier mit den ganzen Ecken. Aber die gehen schon früh ran, glaube ich. Hier jetzt die Schweden. Nein, sie laufen noch nicht an. Leupolz. Ja, aber es wird deutlich aggressiver jetzt. Also natürlich im positiven Sinne. Laudea. Aber noch abgefälscht der Ball, deswegen kommt er nicht an. Und jetzt wieder die Schweden. Jetzt möglicherweise über außen, aber das stellen wir auch ganz gut zu. Leupolz muss dahin. Und jetzt könnte es gefährlich werden, aber nein, der ist im Aus. Abstoß. Und wir sollten diese 2-0-Führung dann doch mit in die Pause nehmen. Den können wir aber trotzdem noch kurz spielen. Also es ist noch nicht so, als könnten wir das nicht mehr. Kemmel. Vielleicht ja nochmal ein Tor vor der Pause. Aber das wäre dann, glaube ich, das wäre ein bisschen viel. Also 3-0, wir wären hier nicht 3 Tore besser. Wir sind auch nicht 2 Tore besser. Wir hatten nur eine gute Phase dazwischen. Und 2 Elfmeter, das muss man auch sagen. 2-0 führen wir zur Pause. Es ist aber nicht unverdient, weil wir waren auch offensiv deutlich stärker. Jetzt gut hinterher hatten die Franzosen, sage ich schon, die Schweden viele Chancen nach Ecken. Also ein Tor wäre jetzt nicht unverdient. Schaut mal auf den Ballbesitz. Aber gut, ich meine, solange wir führen, kann uns das egal sein. Keine Veränderung bei uns, auch nicht bei Schweden zur Pause. Also beide Mannschaften spielen so weiter. Und Mittag ist direkt dazwischen, holt den Ball. Laudea. Laudea nach links, außen. Ah, schade, da ist Pop nicht ganz mitgegangen. Oder gelaufen, eher gesagt. Oh, jetzt gibt's die Möglichkeit. Mittag mit der Chance. Aslani. So, 52 Minuten sind jetzt durch. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit machen wir auf jeden Fall wieder den besseren Eindruck. Schweden scheint noch ein bisschen mit den Gedanken in der Pause zu sein. Aber hier verlieren wir den Ball, das muss nicht sein. Ich glaube, ein 3-0 würde hier für totale Klarheit sorgen. Kein Zweifel daran lassen, wer dieses Spiel gewinnt. Laudea, da bleibt eine Spielerin am Boden liegen. Ich weiß, es wäre jetzt fair, ins Aus zu spielen, aber wir kriegen den Ball dann nicht wieder. Im Normalfall würde ich sowas natürlich machen, aber wir hätten den Ball ja nicht wiederbekommen. So, Leupolz, Marujan, Mittag. Und wir kriegen den Ball, das ist Leupolz. Melanie Leupolz jetzt. Nein, nein, das war kein Foul. Hat schon 11 Meter bekommen. Obwohl das natürlich damit überhaupt nichts zu tun hat, aber trotzdem. Gößling kann sich da ein bisschen durchdribbeln, mit ein bisschen Glück auch. Leupolz, kommt sie an den Ball? Nee, kommt nicht ran. 65 Minuten durch, wir halten den Ball gut weg von unserem Strafraum. Das war kein Foul. Laudea, Kemmel. Und da ist die Chance möglicherweise da, nein. Schweden hat sich jetzt, glaube ich, aufgegeben. Also ich glaube jetzt, ab diesem Zeitpunkt merkt man, da kommt nichts mehr.
Boah, Leupolz wollte es nochmal versuchen. Ja, und dann ist es ein Foul. Aber Vorteil, deswegen nicht abgepfiffen. Wenn der Ball im Aus ist, sollten wir eigentlich mal wechseln. Super gemacht von Leonie Meyer. Und die ist auch wieder am Ball. Stark gemacht. Also eine richtig gute Teamleistung. Kemmel. Kemmel mit Laudea. Und abgefälscht, gibt die Ecke. Wir können wechseln. 76 Minuten sind auch rum, aber ich glaube, Anja Mittag ist völlig fertig. So, Kerschowski kann wieder kommen. Ja, Debritz kann rein und für rechts kommt Lena Lotzen noch in die Partie. Das hat Leupolz auch sehr gut gemacht, hat einen Elfmeter rausgeholt, der extrem wichtig war. Das wäre jetzt natürlich die Entscheidung gewesen, aber ich glaube, das Spiel ist ohnehin entschieden. So, wo bringen wir die Ecke hin? Kerschowski. Boah. Peter bringt ihn wieder nach außen. Debritz. Lotzen. Lena Lotzen mit der Gelegenheit gibt nochmal die nächste Ecke. Vielleicht kommt die ja ein bisschen besser jetzt. Kerschowski nochmal. Nee. Lindahl ist ja, glaube ich, oder wie heißt die Torhüterin? Lindahl heißt die Torhüterin. Der Schweden, und dann dürfte es jetzt auch eigentlich keine lange Nachspielzeit mehr geben. Ich meine, das Ding ist durch. Die Schweden haben sich mittlerweile schon aufgegeben, spielen hier nicht mehr nach vorne. Kerschowski, Pop jetzt nochmal, Alexandra Pop. Pop, zu weit vorgelegt. Natürlich kein Elfmeter. Natürlich kein Elfmeter. Nilsson. Ja, also. So ab der 70. glaube ich, war es dann vorbei mit Schweden. Da war die Angriffsmotivation irgendwie weg. Der Glaube vielleicht auch. Und das ist jetzt am Ende nur noch Zeit runterspielen hier. Irgendwie noch die Zeit rumkriegen. Wir haben das mit Angriff gemacht. Und dann können wir gleich den Pokal in Empfang nehmen. Kemmel. Und das war's. Wir gewinnen diesen Pokal. Wir gewinnen die Frauen-WM hier in FIFA 17. Auch mit Deutschland. Diesmal allerdings im ersten Anlauf, ohne ein Spiel nochmal spielen zu müssen. Und das sind dann mal Jubelszenen. Und auch natürlich die andere Seite. Schweden wird sich ärgern, dass es diese zwei Elfmeter gab, denn ansonsten waren wir jetzt nicht so überlegen. Und wir schauen uns einfach mal diese Siegesfeier hier an. Und da sind wir auch dann bei der Pokalübergabe hier. Die neue Kapitänin Gößling, weil wir haben ja Anja Mittag ausgewechselt. Und deswegen hat sie jetzt hier die Kapitänsbinde übernommen, wird für uns gleich den Pokal in Empfang nehmen, hier diesen WM-Pokal. Da kommt sie auch schon und wir sichern uns auch in diesem Jahr den Pokal verdient. Nach diesem Sieg gegen Schweden nehmen wir dann durch zwei Elfmeter am Ende noch herausholen konnten. Und wir sehen auch, es hat sich einiges verändert bei dieser Pokalübergabe. Wir sehen Konfetti im Hintergrund, wir sehen ein bisschen Feuerwerk und es ist doch ein bisschen anders geworden, wenn man sich das mal anschaut und vergleicht mit dem letzten Jahr, was da in FIFA 16 so präsentiert wurde. Und jetzt wird natürlich noch ein bisschen gefeiert mit dem Pokal zu den eigenen Fans. Ja, und damit endet dann auch dieses Projekt hier, der Länderspielpokal der Frauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich auch über ein Abo freuen. Auf diesem Kanal geht es dann weiter mit der FIFA 17 Karriere. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dann könnt ihr jetzt auf das Thumbnail klicken, was ich hier einblende. Oder ihr könnt auch ganz einfach auf den Kanal gehen und euch anschauen, was es sonst noch so gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns
nach diesen Feierlichkeiten hoffentlich dann auch bald im Karrieremodus wieder. Also bis dann. Ciao.